Ja, was soll ich zu Ricky sagen? Ich habe mit Ricky noch nicht viel zu tun gehabt, auch wenn es die Bikerin ist, wie der Chat sagt. Ist erstmal eine, die die Frau ins Camp bringt, beziehungsweise Lisa. Schrecklich, dieses Spiel hat übrigens lauter Namen von Ex-Freundinnen von mir drin. Und es sind alles relativ zentrale Charaktere, was das Ganze noch verwirrender macht. Danke fürs Folgen, El Sanchez. Das sind Männer! Oh nein! Er ist neben dir! Scheiße! Komm schon! Nein, nein, nein! Scheiße! Nachladen! Nix nachladen! Deke, hörst du mich? Hot Springs to Deacon St. John. Taka, ich höre dich. Ich dachte, du wärst längst zurück. Hast du Lisa gefunden? Nein, Tuck. Nein, die Ripper haben sie übel zugerichtet und sie hat's nicht geschafft. Verdammt! Wir brauchen sie! Jetzt wird das Graben noch länger dauern. Sie ist mal positiv, Tuck. Ein hungriger weniger. Du gehst jetzt da raus und holst mir ein paar. Sonst gibt's hier bald keinen mehr zu füttern. Tucker, Ende. Ja, okay, ich kümmere mich darum. Tucker ist schon ein bisschen kacke. Also die Tucker. Richtige Sklaventreiberin. Weg, hier ist Copeland. Wie läuft's? Ich habe einen Job für dich. Cope, hey, mal sehen, ob ich Zeit habe. Okay, dann ruhen wir uns einfach mal aus. Mission sagt, ruh dich aus. Sie kommen. Sie kommen. Sie werden... Oh ja, fantasiert. Gleich haben sie mich. Oh, Scheiße, sie werden... Uza, was ist los? Nein. Wie kommst du hier rein? Wow, 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 wow. Bleib da sitzen. Uza, hör zu. Bleib sitzen. Ich bin Stieg. Jetzt mal ganz ruhig. Ja, lass uns reden. Ich bring dich um. Alles gut. Gib mir das Gewehr. Los, gib mir das Gewehr, Mann. Oh, Scheiße. Verdammte Scheiße. Boozer, was zum Teufel? Ich hab sie gehört, stimmt. Scheiße, aber Scheiße. Du hast sie Nen gehört, Scheiß oder? Hab ich gehört, Boozer. Du hast eine Blutvergiftung. Hab ich nicht. Doch, hast du, Boozer. Siehst dir doch an. Da gibt's nichts los, anzusehen. Wir besorgen dir Hilfe. Hör zu, ich brauch keine. Komm schon. Fuck, ich brauch keine Hilfe. Tut mir leid, dass ich dir die Birne wegpusten wollte. Kann ja mal also, passieren. Ich dachte, da wäre was. Weißt du? Langsam. Hey, Vorsicht, Stufe. Ich komm klar, aber es war in meinem Kopf, weißt du? Ja, ich weiß. Ich konnte sie hören, Deke. Ich hörte sie, Deke. Schritte. Sie waren in meinem Kopf. Stiefel. Nur noch ein paar Stufen. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann laufen, verdammt. Ich kann laufen. Okay. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, jetzt komm, na los. Steig auf, wir müssen los.
Halt! Halt, warte! Was? Wohin fahren wir? Ich will nicht! Es ist nur eine kurze Fahrt, Boozer. Dann kriegst du den Kopf frei. Fahrt? Ja, ja, okay. Das ist gut. Ach, wieder so einer, der sich hinten festhält, ey. Kotzt die Wand an. Ich will mich nicht wiederholen. Wohin? So passieren ohne Ende Unfälle. Dick! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja, ich erinnere mich. Die Highways waren vollgestopft mit Autos. Da waren so viele Leute, alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug, Boozer. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, da war es zu spät. Zu spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen, als sie kamen. Tausende von ihnen und diese ganzen Dummköpfe einfach überrannten. Ja, ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Und nichts kann es aufhalten, Rosa. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Nein. Weil was zur Hölle sollten wir sonst tun? Ja. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. Cause like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien. Left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes I've seen inside the devil's dreams, where young men die and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. Was machst du da? Nichts. Mhm. Mach dich schön hübsch, bevor du da hingehst. Naja, klar. Ich wollte nach der Lodge vorbei, ein paar Bier trinken und dann in die Krankenstation schlendern. Nein, 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 Mann, ich schnauze voll. Okay, ich verarsch dich doch nur. Hey, Peek. Iron Mike sagte, er macht dich kalt, wenn er dich wieder sieht. Wenn er das sagt. Der Alte erinnert sich doch kaum noch an seinen Namen. Nein. Hey, das vergisst er nicht. Du musst wach bleiben. Wir sind abseits der Straße, aber wenn ein Freaker vorbeikommt. Ja, ich weiß. Okay. Hey, Dick. Ja? Bring mir niemanden um im Camp, okay? Ich bring niemanden um. Alles gut? Alles bestens. Was ist hier los? Was soll das, Mann?
Gehen wir zurück. Hier ist nichts. Soll ich jetzt niemanden umbringen? Vor allem, wir sind ins neue Gebiet gefahren, ne? Habe ich es doch gewusst. Sicher so ein Drifter. Der ist die Mühe nicht wert. Scheiße, wir sollen das Camp bewachen und uns hier keinen runterholen. Könnte ein Ripper sein. Oh. Na, halt dich versteckt in einer Mülltonne oder im hohen Gras. Gegen uns beide. Echt jetzt? Wir schnappen sie uns davor. Nein, so, nein, nein, nein. Das haben wir auch gedacht. Ich und dieser Kerl, Erdis Bruder. War noch Patrouille, weißt du, schon ganz in der Nähe. Wenn ich alle sofort töte, bin ich doch unbemerkt. Einfach mit einer fetten Bazooka rein. Willkommen zurück, Sarolon, und Gratulation, du bist geimpft. Wir verpetzten ihn wie diese verdammten Freaker. Ich schoss und machte, dass ich wegkam. Wenn du dir Ripper schnappen willst, hol dir Verstärkung. Hey! Was geht? Jetzt müssen wir dich nur noch schippen lassen und tätowieren. Dann kannst du auch frei laufen auf der Hundewiese. Ein Stein! Sie sagt sogar, dass es ein Stein ist. Hier ist was. Ich dachte, da ist jemand. Was redest du denn da? Warum sind so viele Menschen in diesem Camp? Das ist ein Stein? Wollt ihr mich verarschen alle? Seid ihr bescheuert? Da draußen ist was. Siehst du irgendwas? Könnte natürlich auch sein, dass das ein Camp voller Geologen ist. Ein Stein, das ist meiner! Kacke. Was geht's? Ich schau mich nur um. Und ich spawn direkt an der besseren Stelle, die schon weiter im Camp ist. Ja, warum nicht? Was? Wenn der Apokalypse, glaube ich, will ich einen Arsch. Ich würde in so ein Camp reinschleichen, irgendjemand ins Bett kacken und wieder weggehen. Und die würden sich, und dann würde ich von Distanz aus beobachten, wie sie sich gegenseitig beschuldigen, dass dass sie sich einander ins Bett geschissen haben. Weil du hast ja wenig Belustigung in der Apokalypse. Du musst ja irgendwas machen, was wenigstens so ein bisschen Spaß einbringt. Stein? Moment, war das ein Stein? Hier ist doch was. Ist da was? Hier. Was zur Hölle?
Los geht's. Hier, beachte den Stein! Er hat sich doch so gefreut gehabt. Was für eine dämliche Passage zum Schleichen. Ah. Verstehe ich aber wirklich nicht, warum die eingefügt haben als Text, oh, ein Stein. Das ist ja totaler Nonsens, ey. Das ist ja wirklich totaler Blödsinn. Ich hab was gehört. Ja, ein Stein. Willst du noch mehr Steine haben? Ich hab davon eine ganze Tasche voll. Hier ist was. Was ist da? Noch ein Stein. Hey, was geht? Hier ist doch was. Mike, die Männer da wurden nicht nur angegriffen, sondern gefoltert. Joe hat Narben am ganzen Kopf, als hätten sie ihn skalpieren wollen. Oh, Scheiße. Iron Mike. Sie wurden abgeschlachtet. Skizzo, du Dreckskerl. Abgeschlachtet. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist Carlos. Und du weißt es. Wir müssen zurückschlagen. Oder die Ripper werden... Raymond. Skizzo, lass gut sein. Lass einfach gut sein. Was zum... Ein Stein? Hier stimmt doch was nicht. Hast du das gesehen? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp und Camp Pioneer. Das ist noch nicht sicher. Sie ziehen nach Nord. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Ein Stein? Oh, seit wann hörst du denn auf diesen Spinner Copeland? Er mag ein Spinner sein, aber ich glaube schon, dass er einen Rücken mit dem Schlachtermesser erkennt. Ob es da draußen noch mehr Steine gibt? Hey. Aus. Hier ist jemand. Jetzt hab ich dich. Aber es ist auch so eine dämliche Geschichte. Es ist wirklich super dämlich. Weil dir werden ja keine Sachen zur Hilfe. Also klar, du kannst andere ablenken, aber es wird dir in keiner Weise gesagt. Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp. Also ich finde eigentlich, es ist auch kein Stealth-Game. Noch nicht sicher. Sie ziehen nach Nord. Es war ein Stein. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab es einen Ripper. Du hast ja keine Hilfsmöglichkeiten. Er mag kein Spinner sein. Aber ich glaube, hier bist du. Um, sag ich mal, zu erkennen, wo wer steht und so weiter, nur per Skill. Hätte man natürlich freischalten können, wenn du die Überlebensfähigkeiten weiter freigeschaltet hättest. Dann könntest du sehen, wo die Leute stehen. Und den nächsten. Verdammt, Carlos. Aber so ist das natürlich reiner Spießrutenlauf. Das ist noch nicht sicher. Sie ziehen nach Norden. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab es einen Ripper. Was soll man hört denn auf diesen Spinner Copeland? Er mag ein Spinner sein. Aber ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtermesser erkennen kann. Stimmt was nicht. Sie sind nicht hier, aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Wir kommen wieder. Du weißt, Eddie hasst es, wenn du dich in ihren Kram einmischst. Ich bin nur ein Busch. Du hast es gesagt, nicht ich. Echt nicht los. Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Also los. Wir warten, bis Eddie hier ist. Ich will selbst mit den Männern reden. Hoffen wir, dass die noch leben. Eddie kümmert sich um sie. Ein Stein. Ein Werkstattstein. Warum? Willst du sie angraben oder geht dir dabei einer ab? Nein. Ich bin nur neugierig. Ich hatte Küchendienst und sah. Das ging gut. Ich habe gestern übrigens die Animationsserie Eden geguckt. Und es war ganz okay. Hab mir mehr von erwartet. War nämlich auf meiner Liste schon für zukünftige Sachen bei Netflix, die man gerne gucken will. Ich dachte, erwähn's mal. Die Roboter sind ganz süß. Aber man hört, der letzte Mensch wird von Robotern großgezogen. Denkt man eigentlich, da wäre ein bisschen mehr Aufwand und es würde ein bisschen länger gehen, die Serie. War leider nicht so. Glaubst du eher? Ach, verdammt. Hi Ricky, hi Eddie, ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich finde allein Nein, aus. Mann. Was machst du? Auf meiner Krankenstation? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig?
Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Boozer ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist, und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Komm, ich nehm dich mit. Ach, draußen hat mir jemand gehupt, weil der meinte, man muss nicht schellen. Das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Ja, ich erinnere mich. Aus, ihr beide. Und jetzt kann ich einfach mit dir rauslaufen. Das nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Und wie geht's ihr? Die Kleine, die bei mir war. Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Ach, verdammt, Ricky, was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht. Sie ist nicht hier. Warte, Moment, einen Augenblick, Mann. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rogue Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kamen ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper, du hast die Wahl. Und was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Deke. So sieht's aus. Und das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja, dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Wer ist da? Hey. Hau ab, oder ich puste dir den Kopf weg. Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky. Tamalo? Ja. Vom Tamalo zum Lost Lake? Ja, ja. Warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was sollte ich tun, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht fragen? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker Boys. Die härtesten Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Eddie. Komm schon. Komm schon, Mann. Das kann ich allein. Ricky. Ja, Boozer, Ricky. Ja, vielleicht schießt er nicht auf mich, wenn ich jetzt komme. Komm her, Boozer. Und halt dich mal in deinem alten Kuppel fest. No homo. Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen und vielleicht kann sie was für dich tun.
Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Das ist eine Ewigkeit her, das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden, wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja, Richtung Norden. Lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Okay, also, ich gehe zurück und sehe nach ihm, ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Das Übliche. Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Vom Zeichen her würde ich mal sagen, dass Ricky meine nächste Liebe sein wird. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte Ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten. Zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht. Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, was er... Genug jetzt! Und du? Du steckst das Ding weg. Mike, Deacon war der, der mir das Mädchen brachte. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst. Ich bin dabei. Komm mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Du hast sie also hergebracht. Hab sie nicht hergebracht, Skizzo. Boozer brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen. Die ist nicht gerade gut gesichert. Du arbeitest also nicht mehr für Tucker. Dafür ist die Kleine jetzt hier. Nur weil du mit Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe wegen der Sache mit Tucker. Ist das nicht dein Job?
Wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Boozer kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, hm? Es gibt ein Camp nahe Smith Rock. Boozer war noch nie da, aber egal. Dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter. Ein Neuanfang? Das kann ich gut verstehen. Geh jetzt. Lass mich allein, ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike, ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht. Wir alle taten Dinge. Drifter-Armbrust freigeschaltet. Benutzt die zwei die ganze Zeit schon, aber was soll's. Da oben habe ich doch die Infizierten beseitigt. Moment, bevor ich mit dir rede, will ich einmal gucken, was die Händler hier so anbieten. Oh, hey, ich habe eine Frage. Du kamst doch gestern Abend her mit Ricky und wer war der Typ? Boozer oder Talon William 7. Oder Bill, One-Shot-Wunder. Frag nicht warum. Hatte ich. Ich meine, ist der okay? Ich war kurz da, um Eddie zu sehen. Er sah nicht gut aus. Ja, er wird schon wieder. Sobald er versorgt ist, fahren wir nach Norden. Verstanden? Also lass es gut sein, okay? Gut. Bis dann. Haben Sie das Reifen-Upgrade gemacht, was so komisch aussieht? Oder ist das ein Fehler? Brauchst du was? Hey, es geht mich ja nichts an, aber es hieß, du bist zurück. Hätte ich nicht mitgerechnet. Man könnte sagen, Iron Mike und ich haben uns geeinigt. Echt? Na sowas. Hat Ricky vielleicht was damit zu tun? Wie du schon sagtest, das geht dich nichts an. Wird langsam dunkel draußen. Müsste eigentlich die Scheinwerfer anmachen, aber wir hören gleich auf mit dem Mittagsstream. Morgen Mittagsstream. Weil ich dann ein paar was Stunden hier Haushalt mache was? Und Balkonien. So, natürlich habt ihr noch bessere. Und es war, glaube ich, gerade wirklich ein Grafikfehler. Ich habe kein Geld. Bis später oder so. Shit, was soll's. Ah. Deacon, hey. Ist alles okay? Was ist? Deshalb bin ich eigentlich nicht hier. Okay. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht was brauchst für die Krankenstation. Eigentlich brauchen wir so ziemlich alles. Es fehlt immer was. Zum Beispiel Medikamente, sterile Verbände, Instrumente. Hier. Ein Listenmesser. Ja, das verwendeten die Ärzte im Bürgerkrieg für Operationen im Feld. Operationen? Ja, damals gab es noch keine Anästhesie oder Laudanum. Hier steht auch, wo du vielleicht eins finden könntest. Das ist die Broschüre vom Besucherzentrum. Sherman's Camp, ja, der Ort, ja. An dem es vor Freakern nur so wimmelt. Ich schau mal, was ich tun kann. Ja, ich... Deacon. Danke. Thank you.
Ich warte übrigens, seitdem ich angefangen habe zu spielen, darauf, dass Deacon unsympathisch wird. Rüber nach Sherman's Camp. Das wird die Hölle da sein. Bis daraufhin, dass er in jeder Sequenz meint zu schreien, was wahrscheinlich dem Synchronsprecher gesagt wurde, dass er gerade Motorrad fährt, ist mir dann nämlich noch nichts aufgefallen. Ach, die Schnellreise ist gesperrt wegen den Infizierten hier vorne. Deshalb kann ich da nicht weiter. Oh, du bist's. Ich habe keine Ahnung, worauf das jetzt gemeint ist, dass du das nicht so prickelnd fand. Es ist halt ein solides Open-World-Spiel. Ich hab's gleich. Moment noch. Das Storytelling finde ich gar nicht so schlecht. Nur weil... Hallo? Ist da jemand auf dem Kanal? O'Brien, bist du das? Ja, hier ist O'Brien. Du hast noch ein Funkgerät von uns. Gut, okay. Also, ich versuche dir zu helfen, diese Frau zu finden. Sarah Whitt, ich habe sie in den Heli gesetzt, in der Nacht in... Ja, ich weiß, okay. Aber zuerst musst du was für mich tun. Was? Du willst was von mir? Achte auf die Digitalanzeige deines Geräts. Ich schicke dir eine verschlüsselte Nachricht. Koordinaten. Wir treffen uns dort. O'Brien, worum zum Teufel geht es hier? Triff mich einfach dort. In meiner Nähe wird's von Nero-Soldaten wimmeln. Sieh mal. Dann halt nicht. Okay, wie war das? Triff mich einfach dort. In meiner Nähe wird's von Nero-Soldaten wimmeln. Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien, Ende. Ein Haufen Mörder und Vagabunden. Die schießen ohne Fragen zu stellen. Jetzt habe ich dich. So, was wollte ich sagen? Ja, weil manche Tests halt schreiben, dass Deacon so... Deke, bist du da? So unsympathisch ist und hey, deshalb Cope. Das Spiel kacke wäre. Du hast einen Job für mich, ja? Okay, ich komme rum, sobald es passt. Deacon, Ende. Aber Deacon ist ja nicht unsympathisch. Er hat einfach eine posttraumatische Belastungsstörung. Ada Tucker und Deacon St. John, kommen. Deke, hörst du mich? Hey, jetzt wollen sie alle was von mir. Was zu tun? Okay, ich komme vorbei. Deacon, Ende. Und Tucker wollte doch, dass wir neue Sklaven für sie finden. Freiwillige Angestellten. Na, Kopfschmerzen? Beute. Ja, Schätzchen. Wir gehen gleich raus. Dann gleich auf den Balkon. Red mit dem Hund, nicht mit euch. Gluck, 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 gluck. Dann mal los. Fertig. Mal auf die Zeit gucken. Sherman's Camp ist nicht mehr weit.
Ja, und wir werden zu Fuß gehen und vor allem wir werden erstmal speichern hier, weil wir jetzt erstmal Feierabend machen.